idealism prevails. Make the world a better place. So, ich darf ganz herzlich zu unserem heutigen Gesprächsabend begrüßen. Wir widmen uns heute einem sehr spannenden Themenkomplex, den Themen Demokratie und Zukunft, Zivilcourage, Menschenrechten und dem Mut zum Widerspruch. Dazu darf ich ganz herzlich unsere drei heutigen Gäste begrüßen. Es ist tatsächlich eine sehr internationale Runde mit Gästen aus Großbritannien, Italien und Deutschland. Ich beginne mit Dr. Rahel Süß, die die spannende Publikation geschrieben hat, Demokratie und Zukunft, was auf dem Spiel steht. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße in der Zwischenzeit, ich begrüße Klaus-Peter Hufer, der die spannende Publikation geschrieben hat, Zivilcourage, Mut zu Widerspruch und Widerstand. Er ist gleichsam Politologe und Professor an der Universität Duisburg-Essen. Und ich begrüße zum Dritten Dr. Manfred Nowak, Menschenrechtsexperte, langjähriger Professor an der Universität Wien, jetzt am EIUC in Venedig tätig, als dessen Generalsekretär. Und ich verweise nochmal auf seine letzte Publikation, Menschenrechte, eine Antwort auf die wachsende ökonomische Ungleichheit. Herzlich willkommen auch bei uns. Ja, schönen Abend. So, dann möchte ich gleich mit diesem großen und komplexen Thema beginnen. Und zwar eine These in der Publikation von Ihnen, Frau Süß, befasst sich ja mit der Notwendigkeit oder mit der Empfindung, die es derzeit gibt, warum man denn überhaupt an der Demokratie festhalten sollte. Damit ist gleich meine erste Frage an Sie verbunden, welche Möglichkeiten gibt es denn, die Demokratie zu erneuern? Und vielleicht auch in der aktuellen Situation muss man die Idee der Demokratie auf den Prüfstein stellen. Ja, vielen Dank. Da steckt jetzt ganz viel drin, was Sie gerade aufgemacht haben. Also um natürlich zu der Frage zu kommen, wie wir die Demokratie erneuern können, braucht es erst einmal eine Bestandsaufnahme, warum wir die Demokratie denn eigentlich erneuern wollen. Und da, da gehen bekanntlich die Meinungen ja ziemlich auseinander, aber es scheint doch ziemlich große Einigkeit darüber zu geben, dass wir es mit einer Krise der liberalen Demokratie zu tun haben. Also der Krisendiskurs ist doch sehr im Mainstream angelangt. Und ich denke, es finden sich unzählige Beispiele, auch jetzt gerade, weil wir am Wahlabend sind, der Wahl in den USA, natürlich zahlreiche Beispiele, die diese These auch stützen, dass wir es mit einer Krise der Demokratie zu tun haben, zumal wir in den letzten Wochen immer wieder von Wahlbehinderung gehört haben und jetzt auch ganz aktuell es mit einem amtierenden Präsidenten zu tun haben, wo wir nicht mehr sicher sein können, ob der dann tatsächlich auch das Wahlergebnis anerkennen wird. Ich könnte die Liste jetzt wirklich tatsächlich sehr weit ausdehnen, vielleicht noch einfach ein, zwei andere Beispiele, die in der Diskussion um die Krise der Demokratie natürlich immer wieder genannt werden, also Vertrauensverlust natürlich in die politischen Institutionen, Repräsentationskrise wird ja oft genannt, soziale Ungleichheiten werden oft genannt, insbesondere auch jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wo wir natürlich gerade erleben, dass diese sozialen Ungleichheiten sehr, sehr sichtbar werden und sich auch noch verschärfen. Das ist eine ganz lange Liste, die die deutlich macht, dass die Demokratie mit Sicherheit oder die Zukunft der Demokratie mit Sicherheit gerade verhandelt wird und auf dem Spiel steht. Was mich sehr interessiert hat an dieser Frage nach der Zukunft der Demokratie, und das ist auch die These, die am Anfang dieses Büchleins, muss man ja sagen, steht, es ist kein Manifest, aber es ist eine Denkschrift, ist vielleicht auch zu viel gesagt, es ist ein Essay, was einlädt, nachzudenken über Demokratie und Zukunft eben. Und die These, die am Anfang dieses Buches steht, ist zu sagen, dass der Krisendiskurs etwas Entscheidendes, ein entscheidendes Phänomen eigentlich verdeckt. Und das ist das, was ich den Hype um Demokratie nenne. Das ist eine durchaus provokante These, das ist mir klar. Und das Anliegen von mir ist es, darauf aufmerksam zu machen, auf ein ganz interessantes Phänomen. Nämlich das Phänomen, dass wir eine enorme politische Mobilisierung erleben um Demokratie selber,
Und wir erleben diese Mobilisierung entlang des gesamten Parteienspektrums. Ja, also wir erleben, dass entlang des gesamten Parteienspektrums sich politische VertreterInnen zu RetterInnen der Demokratie erklären. Und das ist natürlich ganz interessant. Und das wirft so ein bisschen die Frage auf, oder die Notwendigkeit eigentlich auf, dass wir genauer erklären müssen, was wir denn eigentlich meinen, wenn wir von Demokratie sprechen. Ja, und da ist, kann man vielleicht immer noch sagen, so im Mainstream-Diskurs gibt es Einigkeit darüber, dass wenn wir von Demokratie sprechen, sprechen wir in der Regel von liberaler Demokratie. Und das wird doch derzeit sehr darauf reduziert, auf die Verteidigung des Rechtsstaates. Das jetzt nun mal so als Ausgangspunkt. Mir ist bewusst, dass Sie nach den Möglichkeiten der Erneuerung der Demokratie gefragt haben. Genau, und das ist natürlich jetzt ein, und auch, Sie haben eigentlich alle drei Fragen. Also das Griechenland versucht ja einerseits zu sagen, was ist das Problem mit der Demokratie? Dann die Frage zu klären, warum sollten wir dennoch an ihr festhalten und wie können wir sie erneuern? Also Ihre Eingangsfrage hat eigentlich gerade alle diese drei Fragen gestreift. Wir können gerne mit dem Problemaufriss noch beginnen und uns dann im Getrennten der Erneuerung widmen, weil Sie nämlich den Rechtsstaat schon angesprochen hatten. Herr Nowak, reduziert sich die Demokratie auf den Rechtsstaat oder gibt es vielleicht auch andere Problematiken? Stichwort Ungleichheit, die sozialen Folgen der Ungleichheit, Repräsentation, die für die Demokratie eine Herausforderung darstellen? Ja, ich würde natürlich, reduziert sich die Demokratie nicht auf den Rechtsstaat, sondern das Dreigestirn Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte ist sehr eng miteinander verbunden. Es gibt keinen wirklichen Menschenrechtsschutz ohne Demokratie und ohne Rechtsstaat. Demokratie sind ein Teil der Menschenrechte, die politischen Mitwirkungsrechte. Das heißt nicht nur das Wahlrecht, aber auch die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Die Gleichheit ist ein ganz wesentliches Element der Demokratie. Und Gleichheit heißt eben auch, dass die ökonomischen Ungleichheiten nicht allzu groß werden dürfen. Also das heißt, im Zuge der Globalisierung, getrieben durch neoliberale Wirtschaftstheorien, hat sich die ökonomische Ungleichheit sowohl der Einkommen als auch der Vermögen extrem seit den 80er Jahren wirklich ausgebreitet. Die hat heute in den Vereinigten Staaten schon wieder Ausmaße angenommen, wie wir sie in England im späten 19., frühen 20. Jahrhundert gehabt haben. Und die ökonomische Ungleichheit hat ja auch mit zum Ersten Weltkrieg beigetragen. Und laut Piketty, einem französischen Ökonomen, der das ja genau untersucht hat, untergräbt das die Grundfeste des sozialen Zusammenhaltes und damit auch die Grundfeste der Demokratie. Es führt eben zu einer Radikalisierung, zu Populismus und vielen weiteren Phänomenen. Und Demokratie lebt im Wesentlichen davon, dass Menschen aufeinander zugehen, dass auch Parteien miteinander zwar in Konkurrenz stehen, aber gleichzeitig nicht die anderen vernichten wollen. Früher, das ist der politische Gegner, aber das ist nicht ein Feind, den man vernichten will. Also durch die Ökonomisierung aller Lebensbereiche hat auch die politischen Systeme zunehmend ökonomisiert. Das heißt, the winner takes it all und der Gegner muss einfach vernichtet werden. Und das zeigt sich in dieser extremen Polarisierung, wie wir sie in den Vereinigten Staaten haben, wo die Republikaner und die Demokraten in Wirklichkeit keinen echten politischen Diskurs mehr miteinander führen, sondern man will eigentlich einander nur mehr vernichten. Aber wir sehen das auch in Europa. Das heißt, für mich ist das Wesentliche, dass man wieder zurückkehrt zu den Grund, auch politisch-ethischen Normen einer Demokratie, nämlich miteinander zu reden, einen Kompromiss zu finden, zu einem Konsens zu kommen und nicht nur zu Konfrontation. Das ist ein ökonomisches Modell, das jetzt die Politik sehr, sehr stark schon determiniert. Und das muss wieder aufgebrochen werden. Das kann man natürlich versuchen, indem man erst einmal beginnt bei der Ökonomie, ein anderes
eine andere Wirtschaftstheorie als den Neoliberalismus, indem man versucht, die ökonomische Ungleichheit wieder zu verringern und diese großen Spannungen wieder auszugleichen. Das wäre ein erster Schritt, wie wir wieder zu den demokratischen Werten zurückkommen. Weil mit der Krise der Demokratie ist natürlich auch der Rechtsstaat in der Gefahr und natürlich auch die Menschenrechte sind in der Krise. Die drei Dinge hängen natürlich sehr, sehr eng zusammen. Bevor ich zu Ihnen, Herr Dr. Hofer, komme, gestatten Sie mir noch eine kurze Nachfrage an die Frau Süß. Kann man die liberale Demokratie, würden Sie da Herrn Nowak zustimmen, nicht von dieser neoliberalen Zuspitzung trennen, wie Sie das ja auch bei den Auseinandersetzungen anführen ein wenig? Ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde es ganz wichtig zu sehen, dass liberale Demokratie sich zwar immer wieder den Anschein gibt, Freiheitsrechte zu verteidigen und so diese so eine Emanzipationserzählung auch eingeschrieben hat. Und ich finde es persönlich, auch wenn ich unterrichte, immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich, also auf die Geschichte der liberalen Demokratie hinzuweisen, aber man braucht nicht nur in die Geschichte der liberalen Demokratie zu schauen und zu sehen, dass im Namen der Demokratie unzählige Verbrechen begangen wurden, also Imperialismus, Kolonialgeschichte etc. Und dass selbst heute ist, dass die liberale Demokratie heute nicht die Gegenspielerin ist zu rechten Strömungen beispielsweise. Also das erscheint mir mal ganz wichtig zu sagen. Das ist eine andere Dimension als das eine, das was gerade angesprochen wurde, ist diese neoliberale Durchzogenheit des Rechtsstaates. Und das andere ist, das ist ein bisschen mehr mein Schwerpunkt, ist darauf hinzuweisen, dass liberale Demokratie eben nicht per se progressiv ist, sondern ganz starke Verzahnungen, also wenn wir nur an strukturellen Rassismus denken, an Diskriminierungen denken, wo liberale politische Institutionen ja durchaus auch partizipieren drin. Also da zu sehen, wie das ineinander greift, das ist mir ein großes Anliegen, das besser verstehen zu können. Stichworte haben Sie jetzt schon gegeben, struktureller Rassismus etc. Herr Hofer, Sie befassen sich ja mit der Zivilcourage, mit dem Mut zum Widerspruch, auch mit dem Mut zum Widerstand in einer Gesellschaft, in einer Demokratie. Wie beginnen wir vielleicht mit bei der Problemanalyse, wie wird denn diese Zivilcourage verhindert? Welche Rolle spielen hier Pflicht und Gehorsam? Gibt es eine zu geringe Bereitschaft, um zum Beispiel jetzt durch den erwähnten strukturellen Rassismus entgegenzutreten? Gibt es da eine zu geringe Bereitschaft, Zivilcourage zu zeigen, und ist eine höhere Bereitschaft gegeben, sich Autoritäten zu unterwerfen? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine geringere Bereitschaft gibt, Zivilcourage zu zeigen, sondern täglich eigentlich kriegen wir ja Beispiele in den Zeitungen, in den Medien präsentiert, bei denen Menschen Zivilcourage zeigen. Das ist ein wichtiger Punkt, eine wichtige Voraussetzung. Und nach meiner Einschätzung leben wir in einer derzeit sehr herausgeforderten Situation. Die beiden, die Frau Süß und Herr Nowak, haben das ja auch schon angedeutet. Das bedeutet also, für Demokratie sich einzusetzen, erfordert Mut, sozialen Mut, und das erfordert eben Zivilcourage. Zivilcourage lässt sich durchaus definieren als Bereitschaft, sozialen Mut zu zeigen. Das ist gegen jede Militanz, gegen jeden Terrorismus gerichtet. Und das Ziel von und die Idee und die Ethik von Zivilcourage besteht darin, Menschenrechte zu schützen. Und damit bin ich wieder bei Ihnen, Herr Nowak, weil Menschenrechte unabdingbar verknüpft sind auch mit Demokratie. Es gibt also aus meiner Sicht heraus überhaupt keine gesellschaftliche Vorstellung oder kein Gesellschaftsmodell, das Menschenrechte schützt, das nicht demokratisch wäre. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, und da finde ich das sehr interessant, Frau Süß, dass Sie immer wieder von liberaler Demokratie gesprochen haben. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Nämlich die Perfidie und unserer derzeitigen Situation besteht darin, dass diejenigen, die wir sicherlich hier im Konsens als Demokratiefeinde bezeichnen würden, für sich reklamieren, die eigentlich authentische Demokratie herzustellen. Das ist im Grunde die Ideologie des Populismus. Sie stellen eine identitäre Demokratie her. Und diese Art von Demokratievorstellung ist nichts anderes als eine sozialchauvinistische, sozialdarwinistische Gesellschaftsidee. Unter dem Deckmantel, wir sind das Volk und wir sind das authentische Volk und wir werden betrogen von einer Elite, wir werden manipuliert, vernebelt von Lügenpresse, von einem Kartell, besteht aus Politiker und Politikerinnen und dergleichen mehr. Und in dieser Situation jetzt Demokratie, liberale Demokratie zu verteidigen, muss uns bewusst sein, dass wir in einer absoluten Minderheitensituation sind.
Wir vier, die wir sitzen und diejenigen, die uns zuhören, wir gehören zu einer Minderheit von ungefähr 5% der Menschen, die aktuell in einer Demokratie leben. Und diese Situation von einer weltweiten Umzingelung von nicht mehr demokratischen oder immer weniger demokratischen Gesellschaften, darüber müssen wir uns bewusst sein. Und es gab noch nie eine Situation, wo eine Demokratie mehr als 200 Jahre Bestand hatte. Und deswegen ist es ein sehr fragiles, ein sehr sensibles Gesellschaftsbild, Demokratie, und die zu verteidigen und zu bewahren, ist dringend erforderlich. Das sehe ich auch. Populismus, wir sind umrahmt von Diktaturen. Wir gucken alle heute ganz gespannt auf Amerika, ob wenigstens noch diese Gesellschaft, diese Demokratie-Idee zu retten ist oder ob sie wirklich völlig vor die Hunde geht mit diesem unsäglichen Präsidenten. Das bedeutet also, wir sind herausgefordert. Und was bedeutet wir? Und da möchte ich doch mal ein bisschen positive Beigabe liefern, in Deutschland zumindest. Ich kenne auch die Zahlen von Österreich. Sind alle eindeutigen empirischen Befunde ganz klar, indem sie sagen, die Mehrheit der Menschen wollen Demokratie bewahren und verteidigen. Die Mehrheit. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit die Mehrheit stabil bleibt und welche Gefährdungen sich einstellen. Ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, Herr Novak, dieser Imperialismus der Betriebswirtschaft schafft ein Menschenbild, das sozialchauvinistisch ist. So wie in der Texit, also Sie haben es auch gesagt, also wenn ich siege, muss ich andere vernichten. Das ist das einfache Modell der gegenwärtigen betriebswirtschaftlich determinierten Ökonomie. Und über einen Punkt haben wir auch noch nicht gesprochen, der vielleicht heute eine Rolle spielt, das Internet, die sozialen Medien. Es war ja meine Verheißung, dass hier ein globales Dorf entstehen könnte und Demokratie für alle möglich ist. Und entstanden ist die Zersplitterung einer Gesellschaft in viele Filterblasen, in Echokammern. Und hier geht ein absolutes notwendiges Element, ein Forum der Demokratie verloren, nämlich Öffentlichkeit. Öffentlichkeit herzustellen und in einer Öffentlichkeit gemeinsam diskursiv zu partizipieren und zu entscheiden und zu bestimmen, wo die Richtung hingeht, das ist Demokratie. Und diese Öffentlichkeit sehe ich im Moment sehr gefährdet. Ich würde mir da jetzt noch eine kurze Nachfrage gestatten. Und zwar, um dieser Gefährdung entgegenzuwirken, bedarf es ja Entscheidungen, es bedarf einen gegebenenfalls auch Formen des Handelns. Was sind aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Forschung die Gründe für dieses Handeln? Ist es Moral? Ist es Ethik? Ist es Vernunft? Das Gewissen, Empathie, Verantwortung, alles zusammen? Welche Faktoren führen zu diesem couragierten Verhalten, zu diesem Einsatz für eine Demokratie, für eine liberale Demokratie? Also in diesem Buch habe ich ja versucht, die Faktoren herauszufinden. Sie haben sie auch alle genannt. Empathie, Gewissen, Verantwortung, Moral. Moral ist eine wichtige Voraussetzung, aber Moral kann umgedeutet werden. Die Nazis hatten ihre eigene Moral konstruiert und mit dieser eigenen Moral haben sie es als Pflicht angesehen, Menschen zu vernichten. Das ist eine Umdeutung von Moral. Es ist immer möglich, also all diese Kategorien umzudeuten und umzudefinieren. Aber aus meiner Erkenntnis heraus, und ich habe ja viele Beispiele mir genau vorgenommen und versucht herauszufinden, was sind eigentlich die Gründe und die Faktoren, herausgekommen ist bei einer ganzen Palette von Menschen, die sich beeindruckend zivilcouragiert gezeigt haben, die Erkenntnis herauskommt, es gibt keine objektiven Faktoren, weswegen Menschen Zivilcourage zeigen und weswegen es nicht der Fall ist. Es gab ein sehr schönes Buch, eine sehr große Untersuchung, die beschäftigte sich mit der Frage, wer war das eigentlich, was waren das für Menschen, die im Nationalsozialismus jüdische Menschen gestützt und unterstützt, versteckt und ihnen geholfen haben? Da ist alles drin gewesen. Es waren Prostituierte, es waren Pfarrer dabei, es waren Arbeiter, es waren Beamte dabei, es waren Fabrikanten dabei, es waren Hilfsarbeiter, es waren Männer, es waren Frauen dabei. Es gibt keine objektiven Kategorien. Es gibt ein paar Hinweise, dass Empathie eine ganz große Rolle spielt. Die Fähigkeit, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Die Bereitschaft, sich in die Situation anderer hineinzusetzen. Ein Empfinden für Gerechtigkeit. Und damit sind wir an sehr weichen Kategorien und sind sicherlich an dem Punkt angelangt, dass diese Voraussetzungen und Fähigkeiten sehr früh erworben werden müssen oder es im Leben Umstände gibt, die für eine Mobilisierung genau dieser Fähigkeiten sorgen. Aber sicher ist,
dass die beiden entscheidenden Widersprüche zu Zivilcourage sind Pflicht, Gehorsam, Unterwürfigkeit. Autonomie, Unabhängigkeit, die Fähigkeit, eigene Ideen und eigene Voraussetzungen, Persönlichkeit einzubringen, unbestechlich von äußeren Faktoren und Beeinflussungen, das ist eine wichtige Voraussetzung. Frau Süß, ich möchte gerne aus dem Gesagten einen Aspekt noch herausnehmen, und das sind die sozialen Plattformen, die sozialen Medien. Sie sehen ja Menschen nicht als Konsumentinnen, sondern als Produkte sozialer Plattformen. Wieso haben es dann gegenwärtig, oder ist genau das der Grund, warum es gegenwärtig solidarische Beziehungen so schwer haben? Ja, mit Sicherheit auch. Also ich denke, da spielen verschiedene Faktoren hinein. Also das eine ist sicherlich, es wurde auch schon angesprochen, dass es braucht Räume, wo wir die Erfahrung machen können, gemeinsam zu handeln. Und wenn wir, insbesondere wenn unsere sozialen Beziehungen, insbesondere über Plattformen vermittelt werden, ja, und da haben wir auch gerade schon gehört, dass das, was wir auf den Plattformen erleben, ist nicht wirklich eine Öffentlichkeit. Wir können das nicht wirklich Öffentlichkeit nennen. Da fließt zwar etwas hinein in den Raum, aber es ist immer noch keine Öffentlichkeit, was da genau passiert. Und ich denke, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass solidarische Beziehungen entstehen können, ist nämlich nicht nur, dass wir voneinander wissen, was wir brauchen, dass wir voneinander wissen. Es geht nicht nur um Wissen, also das, was zum Beispiel mit vielen, es gibt zahlreiche Aktionen derzeit, die nennen sich Mapping, also Data for Black Lives, zum Beispiel in den USA. Da wird gesagt, damit wir überhaupt die Politik, damit wir bestimmte Dinge ändern können, brauchen wir Daten. Brauchen wir eine bestimmte Datenlage, zum Beispiel inwiefern bestimmte gesellschaftliche Gruppen von Corona mehr betroffen sind. Diese Plattform Data for Black Lives nimmt es sich zur Aufgabe, eben so ein Mapping vorzunehmen. Und die Idee ist, dass mit dem Wissen, was man darüber generiert, dann auch Forderungen erheben kann. Und wenn man dieses Wissen hat und die Transparenz hat über das, was eigentlich passiert, ist dann auch einfacher ist, in solidarische Beziehungen zueinander zu treten. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt davon. Ein anderer ist, dass wir dann auch tatsächlich Räume brauchen, in denen wir eben, wie gerade gesagt, die Erfahrung machen können, auch dass Veränderung von uns selbst ausgehen kann. Ja, und das bezweifle ich, dass das so wie derzeit das Internet und so wie derzeit die Machtverteilung ausschaut, wenn wir uns mit digitalen Medien beschäftigen, dass es da möglich ist. Also das betrifft natürlich die Frage, wie können wir große Technologiekonzerne unter demokratische Kontrolle bringen? Wie können wir es schaffen? Wie können wir uns unsere Daten aneignen? Und das geht, da geht es nicht nur um Fragen von Privatheit, sondern da geht es auch tatsächlich darum, wie kann ich entscheiden, was mit meinen Daten gemacht wird? Wie kann ich entscheiden, das, was oft unter digitale Souveränität beispielsweise verhandelt wird? Diese Fragen sind natürlich dafür auch ganz zentral. Ich wollte noch etwas sagen, weil Sie das so eingeführt haben, als dass wir ja ein Produkt sind, dass wir quasi als dass wir sozusagen im Internet als Produkte herumspielen. Da gibt es von Shoshana Zuboff einen schönen Begriff oder einen Begriff, der das gut zusammenfasst. Sie spricht von Predictive Surplus. Also die großen Technologieunternehmen, die sammeln all unsere Daten und bereiten sie auf und analysieren sie, nicht um ihren Service zu verbessern, um dann die Plattformen so zu gestalten, dass wir tatsächlich wunderbar in soziale Beziehungen zueinander treten können, weil das ist ja das Versprechen. Das Versprechen der sozialen Plattformen ist es, uns zu vernetzen und die ganze Welt zu vernetzen und die Welt offener zu machen. Tatsächlich ist es ja so, dass aber sie sammeln die Daten nicht nur dafür, sondern sie sammeln sie, um Vorhersagen über unser zukünftiges Verhalten zu treffen. Ja? Also es geht nicht mehr darum, dass es dieser Predictive Surplus, den sie dann aus der Datensammlung und aus der Datenanalytik beziehen. Und das ist natürlich ein entscheidender Hinweis. Diese Plattformen sind nicht in allererster Linie an unseren sozialen Beziehungen interessiert und daran interessiert, wie wir dann zum Beispiel uns auch solidarisch aufeinander beziehen können, sondern es sind natürlich in erster Linie Plattformen, die Werbung verkaufen wollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir diese Plattform nutzen. Also ich glaube, bei Facebook sind es meines Wissens so um die 95% an Umsatz, der eben durch Werbung gemacht wird. Und wenn wir das wissen, dann können wir vielleicht auch besser das Potenzial oder das Versprechen, das demokratische Versprechen entlarven. Das Versprechen nach mehr Partizipation, das Versprechen nach mehr Solidarität, was ja diese
die Plattformen wollen sich aber auch immer so einen gewissen emanzipatorischen, immer mal wieder so einen emanzipatorischen Anspruch geben, um sich darüber dann auch zu legitimieren, ja. Auf die Partizipation. Bitte, Herr Lohberg. Darf ich noch zu zwei Dingen, die vorher behandelt wurden, noch was Kurzes sagen? Sie sollen, ja, Sie dürfen. Das ist, Sie haben Herrn Hofer gefragt, was sind eigentlich die Gründe, warum wir für Demokratie eintreten? Und ich stimme all denen zu. Ich würde hinzufügen, für mich ist der wichtigste Grund Rationalismus. Es gibt einfach sehr, sehr klare Untersuchungen, zum Beispiel Amartya Sen, der mal genau untersucht hat, empirisch, dass es in gut funktionierenden Demokratien bisher keine Hungersnöte gegeben hat, weil es eben Checks and Balances gibt und so weiter. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass gut funktionierende Demokratien gegeneinander keine Kriege führen. Das heißt, es gibt viele, viele Hinweise, die zeigen, dass es uns einfach in einer gut funktionierenden Demokratie besser geht. Es gibt natürlich, Churchill hat das am besten herausgearbeitet, viele, viele Schwachstellen der Demokratie, aber es ist immer noch das beste Regierungssystem, das wir bisher gehabt haben. Und die zweite Frage: Ich bin nicht so glücklich mit dem Ausdruck der liberalen Demokratie, weil sie impliziert, es gäbe auch eine nicht-liberale, eine illiberale Demokratie. Und da kommen wir genau in die Richtung des Herrn Orban oder Putin und so weiter, die so tun, als wäre das auch eine Demokratie. Demokratie ist liberal. Eine illiberale Demokratie ist keine Demokratie, sondern tendiert klar zum Autoritarismus, zur Diktatur. Natürlich gab es in der Vergangenheit, hat man die pluralistisch-westliche Demokratie unterschieden von der Rätedemokratie in der Sowjetunion oder von der Einparteiendemokratie, die man in Afrika immer wieder versucht hat. Alle diese alternativen Formen zur pluralistischen Demokratie sind gescheitert, wie wir gesehen haben in der Geschichte. Das heißt also, die einzige wirkliche Demokratie für mich ist eine pluralistische, das heißt Mehrparteiendemokratie, und das ist notwendigerweise liberal im Sinn von, dass eben auch liberale Menschenrechte, wie eben die Meinungsmedien, Versammlungs- und sonstigen Freiheiten, die sind wirklich intrinsik mit der Demokratie verbunden. Aber vielleicht haben wir da ein bisschen zwei unterschiedliche Auffassungen, Frau Süß und ich, was Sie unter liberaler Demokratie verstehen, wie ich, für die eine Demokratie notwendigerweise liberal ist. Wenn ich dazu was sagen darf, ja, ich finde das einen ganz interessanten Hinweis. Also wenn Sie sagen, dass liberale Demokratie suggeriert, es gäbe eine illiberative, und das ist tatsächlich etwas, was Orban vor kurzem auch gesagt hat. Wenn ich den Begriff verwende, dann doch eher, weil es, ja, wahrscheinlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil mit liberaler Demokratie, ich denke dann immer an dieses Narrativ, also mit dem Ende der Sowjetunion, wo die zwei Emanzipationserzählungen zusammengebrochen sind und die liberale Demokratie so als Siegerin gefeiert wurde. Und liberale Demokratie dann in dem Verständnis von liberaler, also oder Rechtsstaat und freie Marktwirtschaft. Also das war sozusagen die Heirat und das, was lange Zeit lang als die liberale Demokratie, als Siegeszug dann gefeiert wurde. Und jetzt tatsächlich, also besonders in den letzten, oder mir kommt vor, dass, also ich persönlich würde den Begriff tatsächlich in meinen Arbeiten auch nicht verwenden, nur um eine Gegenspielerin zu haben, woran ich mich dann abarbeite, um das, was ich arbeite zu radikaler Demokratie beispielsweise, also das ist das, was mich in meiner Forschung interessiert und mir näher ist. Aber um zu einer Definition zu kommen, was radikale Demokratie ist, setze ich mich eben auch mit diesen Versprechungen der sogenannten liberalen Demokratie auseinander. Und tatsächlich hat man in der letzten Zeit doch immer wieder auch vermehrt in Diskussionen eben diese Anrufung gehört an die liberale Demokratie. Und ich glaube, im Grunde, das, was mein Eindruck ist, dass man das einfach synonym verwendet derzeit für die Verteidigung des Rechtsstaates, um nochmal deutlich zu machen, dass der Rechtsstaat in vielen demokratischen Gesellschaften gerade in Gefahr ist. Aber ich würde Ihnen recht geben, dass das keine glückliche Formulierung ist. Und dass es eben etwas suggeriert, wo ich auch sagen würde, das gibt es so nicht, eine illiberative Demokratie. Das ist so wie liberaler Faschismus beispielsweise. Mhm.
Wenn ich da noch kurz darauf replizieren darf, ich glaube nur, dass dieses Narrativ, das vor allem in den Vereinigten Staaten mit dem Ende der Geschichte und so weiter, dass ich dieses Narrativ falsch finde, zu sagen, Ende des Kalten Krieges, jetzt war ein Window of Opportunity, plötzlich ist es möglich, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat weltweit umzusetzen. Das war das eine Narrativ. Das ist aber sehr, sehr schnell abgelöst worden durch ein zweites, wo man dann gesagt hat, okay, Demokratie geht mit Wirtschaftsliberalismus, mit Neoliberalismus Hand in Hand. Und meines Erachtens ist genau das der Gegensatz. Und wenn viele dann versucht haben, auch die Menschenrechts- und Demokratiebewegung praktisch mitverantwortlich zu machen für die Auswüchse des Neoliberalismus, die zu unseren Wirtschaftskrisen und Finanzkrisen und so weiter geführt hat, dann hat das meines Erachtens mit Demokratie und Menschenrechten gar nichts zu tun, sondern das war einfach, es war der Neoliberalismus hat diese Möglichkeit, die geschaffen wurde, eigentlich zunichte gemacht. Das war dann nur mit der Siegeszug des Kapitalismus über den Kommunismus und alle anderen Formen der Wirtschaft, auch das Wirtschaftssystem von John Maynard Keynes und so weiter, das war das Einzige, was man noch gesehen hat und hat so getan, als wäre das eine weitere Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechte. Und in Wirklichkeit hat es Demokratie und Menschenrechte gefährdet und uns in die Situation gebracht, in der wir heute sind, leider. Also, ja, vielleicht doch mal, ich bin nicht so ganz einverstanden. Also für mich ist der Begriff liberal, um das zu deutlich zu machen, nicht deckungsgleich mit einer Partei, die sich in Deutschland liberal nennt. Für mich ist liberal nicht deckungsgleich mit einer Parteiideologie, sondern liberal heißt frei und offen. Und es gibt eine Offenheit und die Garantie der Pluralität in diesem Modell der Demokratie. Und es gibt allerdings ein alternatives Modell, das auch behauptet, von sich demokratisch zu sein, und zwar originär demokratisch. Das ist die identitäre Vorstellung einer Demokratie. Und diese Vorstellung, angefangen mit Rousseau, Sie kennen das ja alle, führte dann dazu, dass es der Terror eines Volkswillens ist. Und ich meine, diesen Etikettenschwindel müssen wir schon durchschauen, indem wir uns nicht ausspielen lassen deutlich machen, das, was hier, wir sind das Volk. Wir sind die authentischen Vertreter des Willens des Volkes gegenüber ein uns beherrschendes Kartell. Dass wir da nicht reinfallen und möglichst viel noch deutlich machen, zur Demokratie gehört Liberalität, nicht im Sinne von Parteiliberalität, nicht im Sinne von ökonomischer Entgrenzung, sondern liberal bedeutet offen, frei, eine offene Gesellschaft, die es ermöglicht, die Vielfalt der Interessen, der Gegensätze, der Ambitionen in dieser Gesellschaft zu integrieren, nach dem bekannten Modell des Parallelogramms, des Kräfteparallelogramms. Und daraus entsteht dann das, was als Entscheidung herauskommt. Das möchte ich jetzt nur noch mal zur Klärung klar deutlich machen. Ich stimme Ihnen ja voll und ganz zu, beiden, aber ich beobachte eben in meiner Arbeit, ich beschäftige mich sehr viel mit der Auseinandersetzung von Populismus und Rechtsextremismus, dass eine Umdeutung der Begriffe vorgenommen wird. Das ist eine gezielte Strategie, die wirklich auch einen Braintrust im Hintergrund hat, in der man versucht, über das Framing, das kennen die mittlerweile auch alle, Metapolitik zu betreiben und damit Politik insofern im eher eigenen Interesse voranzutreiben, indem man Begriffe umdeutet. Und einer dieser Begriffe ist Demokratie. Der wird okkupiert. Und deswegen glaube ich, dass man hier die Trennschärfe doch beibehalten sollte. Gut, ich würde jetzt nach diesem Exkurs noch auf etwas kommen. Es sind dann schon angesprochen worden, die Zukunft oder die Zukünfte vielleicht sogar in ihrer Mehrheit, die autoritären und nationaldenkenden Gruppierungen. Aber vielleicht noch, weil Sie das angesprochen haben, mit das Volk und Rechtspopulismus und Nationalismen. Geht es bei diesem Mut zum Widerspruch, Herr Hofer, oder Widerstand, geht es da auch um Gerechtigkeit? Ja klar, natürlich. Also es gibt, wir reden ja von Gewalt. Und Zivilcourage ist der Antipode von Gewalt. Und jede Art von Gewalt fordert Menschen heraus, die zivilcouragiert sein wollen. Es gibt nicht nur eine personale Gewalt, die können wir alles Bauminister definieren, sondern es gibt auch die strukturelle Gewalt. Johann Galtung hat es festgestellt, wenn Menschen daran gehindert werden, ihre potenziellen Möglichkeiten hinter den aktuellen zurückzulassen.
Das ist die Definition von struktureller Gewalt. Und damit kommt auch all das hinzu, was Herr Novak ganz deutlich zum Ausdruck gebracht hat, nämlich diese brutale, immer größer werdende Schere von einer Minderheit von Menschen gegenüber einer Mehrheit. Und Frau Süß, Sie haben das auch zum Ausdruck gemacht. Gerade Corona zeigt, ich habe das vorgestern noch mal gelesen, dass vor allen Dingen die auch noch mehr betroffen sind, die in den prekären Verhältnissen leben, in denen sie nicht die Möglichkeit haben, sich zu schützen. Also hier zeigt sich strukturelle Gewalt. Und das bedeutet, dass auch hier deutlich gemacht werden muss, gegen diese Art von Gewalt müssen wir Widerstand leisten. Gut, bevor wir zu den Lösungsansätzen kommen, würde ich Sie noch gerne, Frau Süß, etwas fragen. Nämlich die autoritären Gruppen, denen geht es um eine nationale Zukunft, nationalstaatlich etc. Sie befassen sich aber auch mit Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future. Was ist da der große Unterschied? Wie sieht es da mit dieser Pluralität aus? Wie kann man sich der Zukunft der Demokratie unter diesen veränderten Vorzeichen annehmen, die diese Gruppen ja durchaus bespielen? Ja, das, was ich versucht habe in dem Buch, ist zu zeigen, dass Demokratien die Zukunft, dass wir Demokratien daran messen müssen, inwiefern es ihnen gelingt, die Zukunft offen zu halten. Und das spielt auf etwas an, was Herr Hofer zuvor gesagt hat, also dass liberale Demokratie immer auch für Offenheit steht. Ich würde einen Schritt weitergehen und würde sagen, der Kern von Demokratie, unabhängig, ob es liberale Demokratie ist, repräsentativ, unabhängig, wie wir das konkrete politische System nennen, der Kern von Demokratie besteht in dem Offenhalten von Möglichkeiten und dem Aushandeln von Alternativen. Das ist ein Definitionsvorschlag. Und es ist der Versuch, eine Antwort zu geben auf ein Problem, was wir haben, wenn wir über Demokratie nachdenken. Und da komme ich gleich zu dem Unterschied zwischen einerseits nationalistischen oder autoritären Bewegungen und dann den Demokratiebewegungen. Und zwar ist das Problem, was wir ja haben, wenn wir über Demokratie nachdenken, dass das Wort selber eine große Inhaltslosigkeit eigentlich auszeichnet. Ne? Also wir können, wenn wir Demokratie übersetzen, dann landen wir bei die Herrschaft des Volkes, aber es ist gänzlich unklar, wer oder was überhaupt das Volk ist, das sich selbst regiert. Es ist nicht klar, über welche Institutionen es sich regiert. Es ist nicht klar, welche Regeln es sich gibt für sein Zusammenleben. Das heißt, das Wort selber ist erstmal zeichnet sich durch eine Inhaltslosigkeit und durch eine Offenheit aus. Und ich argumentiere, dass das eine Chance ist von Demokratie tatsächlich und etwas, was es unterscheidet, was die Demokratie unterscheidet von autoritären Systemen. Aber es ist auch eine Schwäche der Demokratie. Es ist eine Schwäche der Demokratie insofern, als dass die faschistische Möglichkeit immer Teil des demokratischen Experiments ist. Aber es ist eine Chance für Demokratie auch deshalb, wenn wir Demokratie so verstehen, wie ich Demokratie verstehe, und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Demokratie und Rechtsstaat immer nur Versuche sind, demokratische Prinzipien umzusetzen. Das heißt, Prinzipien wie Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, das sind immer nur Versuche, diese zu institutionalisieren. Ja, und wenn wir davon ausgehen, dass diese Versuche nie perfekt sein können, ja, es sind immer Versuche, dann landen wir bei der Konklusie, dass wir sagen müssen, dass Demokratie die Aufgabe hat, offen zu sein, insofern als dass Demokratie immer verhandelt werden muss. Wir müssen immer wieder verhandeln, was wir denn eigentlich unter diesen demokratischen Prinzipien verstehen, denn Offenheit folgt nicht automatisch demokratischen Institutionen. Ja, und hier kommen dann auch, und da kommen wir dann im nächsten Schritt wahrscheinlich genauer dazu, hier kommen wir auch zur Rolle vom Widerstand und von Provokationen und von außerinstitutionellen Provokationen. Denn Demokratie, so mein Argument, die können sich nicht selber regulieren, einfach nur über die Institutionen, die sie etabliert haben. Ja, wir wissen das, wir sehen zahlreiche Beispiele, strukturelle Gewalt, strukturelle Ausschlüsse, die Geschichte der Demokratie. Da gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass selbst die Versprechen auf mehr Freiheit, Gleichheit, dass die eigentlich in der Praxis selten garantiert sind. Und deshalb ist Widerstand so wichtig. Und deshalb ist Widerstand aus meiner Sicht nicht nur eine moralische Pflicht, sondern es ist eigentlich eine Bedingung für Demokratie. Also Demokratie und Demokratien, wenn sie sich selbst regulieren wollen, dann sind sie auf außerinstitutionelle Provokation angewiesen. Und hier kann man jetzt den Unterschied sehen zwischen, also wenn man jetzt versuchen möchte zu unterscheiden, wie sich jetzt nationalistische und autoritäre, das war der Versuch, auf den Sie am Anfang hingewiesen haben,
wie die Zukunft anrufen und wie zum Beispiel pluralistische Bewegungen sich auf die Zukunft beziehen, dann sehen wir eigentlich ganz schön, dass die einen die Zukunft für die anderen reduzieren, einschließen wollen, indem sie den anderen entrechten wollen, indem sie den anderen wirklich ja, nicht nur ausschließen wollen, sondern auch vernichten wollen. Also das ist sozusagen die eine Beziehung zur Zukunft, also der einen Gruppe. Und dann haben wir auf der anderen Seite Demokratiebewegungen, die eine ganz andere Beziehung zur Zukunft aufmachen. Und deshalb heißt das Buch auch nicht die Zukunft der Demokratie, sondern Demokratie um Zukunft und Zukunft, um eben zu zeigen, wie sich diese unterschiedlichen Bewegungen derzeit auf Zukunft beziehen. Also die einen wollen die Zukunft auf ihre definierte Volksgruppe sozusagen reduzieren und die anderen ausschließen. Und die anderen haben ein Verständnis von Zukunft, dass sie die Zukunft eigentlich pluralisieren wollen. Und das geht zurück. Und dann, das ist ein letzter Gedanke auf diese Idee, dass eben der Zugang zur Zukunft ganz ungleich verteilt ist in unseren Demokratien. Also unabhängig davon, dass wir nationalistische und autoritäre Strömungen haben, sehen wir eigentlich noch ein weiteres Problem, nämlich dass in unserer Gesellschaft wir gesellschaftliche Gruppen und einzelne Personen ganz unterschiedlich Einfluss haben auf die Entwicklungsrichtung unserer Gesellschaft. Also wir haben ganz wenig Mitsprache darüber, in welche Technologien beispielsweise investiert werden. Aber diese Technologien werden zukünftig, oder sie machen das jetzt schon, ganz wesentlich beeinflussen, wie wir uns aufeinander beziehen, wie wir, sie vermitteln unsere Alltagspraktiken und sie ziehen natürlich auch immer mehr in die Regierungsweisen ein. Und da mehr Mitspracherecht zu haben, weil das so entscheidende Investitionen sind, die dann schlussendlich zeigen, wie wir uns Zukunft vorstellen können, das wäre etwas, was zum Beispiel eine radikale Demokratie vorschlagen würde. Bevor wir uns dann noch in einer letzten Runde mit Ihren drei Thesen befassen wollen, wie oder welche Wege, es muss ja nicht immer nur einer sein, zu der modernen Demokratie führen. Herr Hofer, Herr Nowak, Sie natürlich schwerpunktmäßig ein Thema, das jetzt mehrfach angeschnitten wurde, aber das wir doch noch ein bisschen besprechen sollen, sind natürlich Menschenrechte. Es ist jetzt schon ein bisschen das Recht auf Gleichheit angesprochen worden, in einem anderen Kontext natürlich als jetzt punkto Partizipation, was die Demokratie betrifft. Aber es geht ja auch bei der Zivilcourage, um da diese Klammer zwischen Ihnen beiden ein bisschen zu haben, geht es ja auch nicht nur darum, die Demokratie zu retten, zu verteidigen, sondern es geht auch um die Menschenrechte, die Menschenrechte zu sichern. Aus der heutigen Sicht, wo es nicht selbstverständlich ist, die Demokratie zu bewahren, Opfer zu schützen, sei es durch Diskriminierung im Alltag, sei es aber insgesamt in Politik und Gesellschaft. Welche Aufgaben oder welche Regelungen sind dringend erforderlich, um Menschenrechte zu bewahren, um Menschenrechte als dieses völkerrechtlich verbindliche, international anerkannte Instrument zu positionieren als eine Antwort auf wachsende Ungleichheit, auf wachsenden Autoritismus. Wer möchte beginnen von Ihnen beiden? Darf ich vielleicht noch kurz noch einmal zurückzukommen, auch zu der identitären oder Demokratie, und ich komme dann gleich dorthin. Das stimmt schon, wenn wir zurückgehen zu Rousseau, weil es so die idealerweise die Identität der Regierenden und der Regierten, das ist die konsensuale Demokratie, die halt dann als plebiszitäre Demokratie begonnen hat und vielleicht in kleinen Kantonen in der Schweiz auch bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr gut funktioniert hat. Sobald ich aber in größere Bereiche komme, war es notwendig, und das war auch schon bei Rousseau mitgedacht, dass ich zur repräsentativen Demokratie komme. Das heißt, dass ich irgendwo, aber das Wesentliche ist schon, dass einfach die Willensbildung von unten nach oben geht. Das ist für mich das Wesentliche, die Selbstbestimmung und nicht von oben nach unten. Das ist der Autoritarismus. Und heute kommen wir in eine Zeit, weil Sie auch von zunehmender Nationalismus gesprochen haben, wo wir einen Widerspruch irgendwie überwinden müssen. Die großen globalen Herausforderungen oder die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, ob das die Digitalisierung ist, ob das der Klimawandel ist, ob das die Migration und so viele andere Fragen sind, können nur mehr auf der internationalen Ebene gelöst werden.
Und wir fallen aber gleichzeitig zurück jetzt in einen neuen Nationalismus, America first und wer immer sonst first. Und das wird auf die Dauer nicht funktionieren. Und weil wir aber eben die Demokratie eben immer als eine nationale, als eine innerstaatliche Bewegung und auch eine innerstaatliche Regierungsform gesehen haben, kommen wir hier an die Grenzen der traditionellen Demokratie. Die Wirtschaft ist globalisiert, die transnationalen Konzerne sind nicht mehr an irgendwelche staatliche Grenzen gebunden, aber es ist auch die globale Zivilgesellschaft. Also wenn ich heute so Fridays for Future Demonstrationen oder sonst, das sind global organisierte über die sozialen Medien. Die sozialen Medien sind grenzenlos. Das heißt, das Einzige, was noch nicht nachgezogen hat, ist das politische System. Und hier ist sogar der Multilateralismus zunehmend in Frage gestellt und wieder, man geht zurück ins 19. Jahrhundert, bilateral irgendwelche Konflikte lösen zu wollen. Das heißt, die große Herausforderung ist, Demokratie auf der globalen Ebene zu etablieren, so wie es eine globale Zivilgesellschaft gibt. Das heißt, auch hier eine neue Form von politischer Entscheidungsfindung von unten nach oben zu installieren. Und wie wir das schaffen werden, ist noch sehr, sehr unklar. Wir sehen das im Rahmen der Europäischen Union. Die Demokratisierung der Europäischen Union, die stagniert seit 20 Jahren. War die Idee der Vereinigten Staaten von Europa, die ist dann irgendwie kaputt gemacht worden. Und jetzt geht man wieder weiter zurück. Ich glaube, wir müssen sogar viel, viel weiter. Wir müssen die internationalen Beziehungen, und das ist auch Teil von Demokratie, gleicher machen, weil Demokratie funktioniert nur auf der Gleichheit, Stimmen und so weiter. Und dorthin eben auch die Menschenrechte sind nur auf der internationalen Ebene wirklich schützbar. Ich brauche schon die Staaten, aber ich brauche auf der anderen Seite ein internationales Instrumentarium zur Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte. Und das Gleiche gilt für die Demokratie. Das heißt, ich muss hier von diesem nationalen Denken eines demokratischen Gemeinwesens zu einer demokratischen Weltgesellschaft kommen. Das ist für mich die große Herausforderung. Und die ist dann gleichzeitig verbunden. Wenn uns das gelingt, dann ist natürlich auch Rechtsstaat und Menschenrechte mitgedacht. Herr Hofer? Ja und nein, Herr Nowak. Da ist das eine sehr schöne Idee, der ich auch anhänge, aber ich zweifle an der Realität. Wie soll internationale Demokratie institutionalisiert und organisiert werden, wenn wir eine Situation haben, die eine britische Forschergruppe vor kurzem uns vorgestellt hat, dass von 167 untersuchten Ländern gerade mal 19 demokratisch sind? Wie soll das möglich sein mit Brasilien? Wie soll das möglich sein mit Russland? Wie soll das möglich sein mit den derzeitigen USA? Das ist eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber die Idee, ein demokratischer, ein freier Weltstaat, bei Kant gab es das ja schon, ein Staat der Weltfrieden, eine Gesellschaft, eine internationale Gesellschaft, die den Weltfrieden herstellt, ist wichtig. Deswegen sind so Institutionen wie UNO und ihre Teilorganisationen von elementarer Wichtigkeit. Deswegen ist es wichtig, auch ein europäisches Bewusstsein herbeizuführen. Aber damit, ich mache ja Bildungsarbeit. Wenn ich das erzähle, dann sitzen viele ratlos da und sagen, ja, was kann ich denn tun? Kann ich jetzt hoffen, dass irgendwo mal eine internationale Regelung kommt, die ich eigentlich nicht erwarte in der derzeitigen Situation? Und mein Ansatz ist eigentlich der andere. Demokratie, da haben wir, glaube ich, Konsens, ist nicht nur eine Regierungsform, sondern das ist ein Gesellschaftsmodell. Und dieses Gesellschaftsmodell muss erlebt und erfahren werden. Deswegen, Herr Nowak, ein bisschen Zweifel. Es geht nicht nur über Rationalität, sondern auch Erleben, Empfinden. Emotionalität gehört auch dazu, Glücksempfinden. Also mein Ansatz ist Bildungsarbeit. Bildung ist jetzt auch wichtig, eine neue Großkategorie, die ich gar nicht ausführen will, ist nicht Kompetenzvermittlung, Kompetenzorientierung, ist nicht Qualifikation, ist kein Curriculum, sondern die Freiheit eines Subjekts, Mut, den eigenen Verstand einzusetzen, in der klassischen Vorstellung von Kant, Autonomie und Unabhängigkeit. Und dann kommt an diesem Zusammenhang, verändere ich mal oder orientiere ich mich mal an ein Zitat, eine Aussage von Hannah Arendt, die sagte, du hast die Pflicht, ungehorsam zu sein. Und diese Widerstandsfähigkeit, diese Bereitschaft, Nein zu sagen und den Weg zu gehen, aber auch gleichzeitig erfahren, dass in dieser Gesellschaft es viele, viele
Felder, Netze der demokratischen Solidarität gibt. Das ist der Weg, den ich versuche, mit meiner Arbeit herbeizuführen. So, dann möchte ich, bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, mich noch in einer letzten Runde der schweren Frage widmen, wie man die Demokratie wirksam erneuern kann. Herr Hofer, Sie sind ja schon ein bisschen mit der Bildungsarbeit darauf eingegangen. Ich würde gerne wieder mit Ihnen beginnen, Frau Süß. Es ist jetzt auch schon das Stichwort Ungehorsam gefallen. Wie könnte dieses Zusammenspiel von Demokratie, von zivilem Ungehorsam, vielleicht auch von Provokation oder von Experimenten gelingen? Wie sieht da Ihr Rezept aus? Welche Voraussetzungen braucht es da? Zunächst einmal denke ich, dass es ganz wichtig ist, in einem ersten Schritt die Bedeutung von Provokationen anzuerkennen. Also bei Provokationen, da kann man jetzt zivilen Ungehorsam dazu zählen, aber auch Oppositionsarbeit, mehr im institutionellen Sinne, soziale Bewegungen, Blockaden, einzelne Aktionen, also direkte Aktionen, also ein breites Feld. Und ich sage das deshalb, dass es wichtig ist, das anzuerkennen, weil es tatsächlich oft nicht nur nicht anerkannt wird, die Bedeutung von Provokationen für die Demokratisierung der Demokratie, sondern oftmals werden diese Provokationen entweder disqualifiziert ganz schnell, also das erlebt man ja oft im also wenn es um die Rolle von Gewalt geht, also in dem Moment, wenn Proteste, wenn da Gewalt mit dabei ist, dann wird das ganz schnell im öffentlichen Diskurs disqualifiziert, anstatt genauer hinzuschauen, was, anstatt differenzierter hinzuschauen, das ist ein Aspekt. Das andere ist, dass wir zum Beispiel in Großbritannien hier gab es jetzt die Situation, dass das Innenministerium an Schulen einen Leitfaden herausgegeben hat für LehrerInnen, die so ein bisschen halt darauf achten sollen, ob die SchülerInnen in so ein extremistisches Milieu abdriften oder in ein radikaleres Milieu. Also sie sollten sozusagen sensibilisiert werden dafür. Und in diesem Leitfaden war sowohl Extinction Rebellion aufgelistet als auch antifaschistische Gruppen. Und das war dann ganz groß in den News natürlich, aber meines Wissens haben sie das nicht zurückgenommen. Und das ist nur ein Beispiel von zahlreichen Beispielen, wo man versucht, Protest und Demonstrationen zu disqualifizieren und ihnen damit gleichzeitig auch die Bedeutung abzusprechen für eine lebendige Demokratie. Und ich denke, ein erster wichtiger Schritt ist eben, dass im öffentlichen Bewusstsein und auch in dem, und ich glaube, das ist eine Voraussetzung auch dafür, dass dann Menschen auch mutig sein können und sich engagieren wollen, wenn zumindest die in der Öffentlichkeit nicht so, oder wenn auch zum Beispiel von Regierungsseiten nicht so eine Form von, zum Teil auch Kriminalisierung dann passiert, oder zum Beispiel eine unglaubliche Erschwerung. Also ich bin jetzt nicht vertraut mit Österreich und Deutschland, aber in Großbritannien im Zusammenhang mit diesen Corona-Demonstrationen wird dann den OrganisatorInnen eine gigantische Geldstrafe aufgebrummt. Ich glaube, das sind 10.000 Pfund, wenn sich die Teilnehmer nicht an die Abstandsregeln halten und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Form, wo man es wiederum Menschen, die von ihrem Grundrecht Gebrauch machen wollen, sich zu versammeln und friedlich zu demonstrieren, es ihnen erschwert. Also ich würde sagen, ein erster Schritt wichtig ist, das anzuerkennen, die Bedeutung. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den ich auch schon angesprochen hatte, war, wir brauchen mehr Räume, wo wir gemeinsam handeln können. Und hier können ganz praktische Dinge getan werden und auch Räume, wo wir uns mehr durchmischen tatsächlich. Ne? Und da können wir dann in die Stadtplanung reinschauen. Also wir können in den sozialen Wohnungsbaum reinschauen, wir können in die Stadtplanung reinschauen, wir können reinschauen, wie öffentliche Plätze zunehmend zurückgefahren wurden oder privatisiert wurden. Das kann man eigentlich durchdeklinieren. Also bei allen, wenn Schwimmbäder geschlossen werden, wenn Bibliotheken, also alles im Zusammenhang mit der Sparpolitik, überall dort, wo öffentliche Räume zusammengestutzt werden oder völlig gänzlich aufgelöst werden. Das ist ein großer Verlust für eine Demokratie, denn wir brauchen Plätze, wo wir zusammenkommen können und wo wir uns auch wahrnehmen können. Also vielleicht sind Sie vertraut mit der Erzählung, dass Demokratie ist ja auch entstanden im Zuge des Theaters in Griechenland. Und die Idee war, dass in dem Moment, wo sich die Menschen da im Theater getroffen haben, sich so eine Art von Gemeinschaftsgefühl auch überhaupt hergestellt hat. Einerseits hat man seine Isolation überwunden und andererseits hat man auch vermittelt über die Stücke, die gezeigt wurden in diesem Amphitheater, hat man dann auch sich selber erkennen können und man hat sich dann ausgetauscht. Aber ein ganz wesentlicher Punkt war zu sehen, dass eben
Demokratie folgt Gemeinschaft und Gemeinschaft entsteht aus einem gemeinsamen Handeln. Und da brauchen wir, da müssen wir darauf achten, dass wir diese Räume bewahren und dass wir diese Räume auch wieder aktiv herstellen. Und das kann alles sein von Nachbarschaftstreffen bis Formen von organisierte Initiativen wie diese BürgerInnenversammlung. Da gibt es ja zahlreiche Initiativen, die ich auch in dem Buch aufliste. Vielen Dank. Gemeinsames Handeln. Herr Nowak, als Stichwort, Sie haben ja schon die internationale Zusammenarbeit angesprochen, aber welche Handlungen müssen folgen? Vielleicht, dass man sich mehr an den universellen Menschenrechten als an der neoliberalen Politik orientiert. Was braucht es aus Ihrer Sicht, um die Demokratie wirksam zu erneuern, zu stärken? Für mich ist das Wesentliche, und ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo viele Menschen einfach erkennen, es kann so nicht weitergehen. Also das Ende der neoliberalen, des neoliberalen Zeitalters ist für mich eigentlich schon deutlich sichtbar. Und da muss man zurückkommen. Das können die Staaten machen. Das können die Staaten aber auch im Rahmen der internationalen Organisationen machen. Ob das die Welthandelsorganisation ist, ob das die Weltbank ist, der Internationale Währungsfonds, die werden ja nach wie vor von den Staaten durch neoliberale Politik gelenkt. Und das kann ich auch ändern. Ich glaube, dass der Druck von unten schon ein sehr, sehr großer ist. Also ich sehe derzeit einfach sehr, sehr viele pro-demokratische Bewegungen. Wenn ich mir anschaue, wie die Leute derzeit in Weißrussland und seit vielen, vielen Monaten auf die Straße gehen, ob das in Thailand ist, ob das im Libanon ist, in Polen jetzt gegen das neue Abtreibungsrecht, in Chile und so weiter. Oder eben, was Sie auch genannt haben, diese globalen Bewegungen, die schon mit dem Arab Spring damals begonnen haben und dann leider erstickt wurden. Aber da ist noch sehr, sehr viel da. Das kann jederzeit wieder aktualisiert werden, ob das jetzt in Tunesien ist oder auch in Ägypten etc. Fridays for Future, Black Lives Matter, Extinction Rebellion und so weiter sind globale Bewegungen, die einfach klar sagen, die internationale Politik, die derzeitige politische Kaste hat versagt, obwohl sie zwar die nachhaltigen Entwicklungsziele in der Agenda 2030 einstimmig beschlossen haben, aber sie tun nichts, diese nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Die sind erreichbar, die können erreicht werden. Wir können die Armut innerhalb von 10 Jahren, wenn wir wirklich wollen und gemeinsam handeln, wir können die Armut ausrotten. Wir können eben auch die ökonomische Ungleichheit wieder kleiner machen. Wir können auch die Klimaziele erreichen, wenn wir wirklich daran arbeiten. Und wir müssen sie erreichen, weil sonst werden sie irreversibel etc. Also ich glaube, dass die heutige Jugend, Fridays for Future, ist wirklich von Jugendlichen ausgegangen und Black Lives Matter ist ähnlich, dass die heutige Jugend viel, viel mehr Verantwortungsgefühl hat für unsere gemeinsame Zukunft, natürlich ihre Zukunft und die von zukünftigen Generationen und viel politischer denkt und politischer in dem Sinn heißt auch demokratischer denkt. Das heißt, mit diesen Bewegungen werden ja nicht nur die Einzelstaaten angesprochen, sondern sehr wohl auch die Verantwortung der internationalen Organisationen. Und da liegt es wirklich im Argen, weil man am Abbau der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und so weiter gearbeitet hat. Und hier ist es noch nicht zu spät. Die Staaten können hier, wenn der Druck von unten entsprechend groß wird, auch wirklich große Veränderungen einleiten. Also ich bleibe letztlich ein Optimist. Ich glaube nicht daran, dass um große Änderungen herbeizuführen, dass wir wieder einen dritten Weltkrieg brauchen und eine Katastrophe ähnlich wie den Holocaust. Ich hoffe, dass die Situation schon schwierig genug heute ist, dass sie uns dann doch zum Umdenken bringt. Ich glaube auch, dass die ganze Covid-19-Pandemie vielen Menschen auch deutlich gemacht hat, wie vulnerabel wir geworden sind und dass wir eigentlich mit diesen Herausforderungen umzugehen, eine gut funktionierende Demokratie brauchen. Also es zeigt sich, glaube ich, da gibt es sehr viele Studien jetzt heute schon, die zeigen, dass dort, wo der Neoliberalismus das gesamte System kaputt gespart hat, Gesundheitssystem, Sozialsystem und so weiter,
USA, Brasilien und so weiter, viel, viel schlechter damit umgegangen sind, auch in Großbritannien, als halbwegs gut funktionierende Demokratien, die sich noch ein halbwegs gut funktionierendes Gesundheits- und Sozialsystem bewahrt haben. Und man sieht auch, dass die rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien jetzt eigentlich keine wirklichen, die können mit Verschwörungstheorien versuchen, hausieren zu gehen, aber die Leute glauben ihnen das nicht wirklich. Das heißt, also eigentlich ist es um die sehr ruhig geworden. Und wir können die Covid-Pandemie auch positiv nutzen, zu sagen, der Staat kann sehr wohl, um die Menschen zu schützen, auch weitgreifende Einschränkungen durchführen. Warum kann man das nicht auch, um die großen globalen Herausforderungen wie den Klimawandel in den Griff zu bekommen? Das heißt wiederum, dass wir uns nicht einfach daran gewöhnen, die Wirtschaft dominiert die Politik, sondern dass wir wieder zurückkommen, die Politik muss eigentlich die Wirtschaft lenken, um die großen Probleme, und zwar gemeinsam, das geht nur gemeinsam, zu lösen. Also insofern sehe ich da positive Tendenzen, die man eben entsprechend unterstützen muss. Ich hoffe auch, dass die Wahlen in den Vereinigten Staaten doch so ausgehen, dass auch dort wieder ein bisschen ein Neuanfang und der Scherbenhaufen, den uns Trump hinterlassen hat, wieder ein bisschen aufgeräumt werden kann. Das kann auch eine Trendwende sein für viele andere Staaten, die auf einer ähnlichen Schiene gefahren sind, wie das Trump in den letzten 4 Jahren getan hat. Herr Hofer, auch an Sie die Frage, welche Handlungsspielräume sehen Sie, um die Demokratie wirksam zu erneuern? Also mein Politikbegriff ist ja einer, der nicht nur staatlich orientiert ist, sondern auch ein teilweise entstaatlicht ist. Das bedeutet also, Politik fängt von unten an, hat all diese Aktivitäten natürlich zum Gegenstand oder ist ein Ausdruck davon, den Sie beide schon genannt haben. Das beobachte ich auch mit großer Sympathie, Friday for Future oder Black Lives Matter etc. Das ist eine wichtige Voraussetzung, aber darüber hinaus gibt es jedoch auch eine Problematik, die wir noch nicht angesprochen haben. Nämlich wir haben zurzeit ja eine Zunahme von Identitätspolitik. Und diese Identitätspolitik, die schafft eine starke Interessenorganisation anhand einzelner Identitäten, die teilweise konstruiert werden, die teilweise sicherlich auch objektiv vorhanden sind. Aber Demokratie muss darüber hinausgehen. Bei Demokratie braucht es ein Verständnis von dem Allgemeinen, von dem Allgemeinverbindlichen. Es braucht Öffentlichkeit, es braucht die alte konservative Formulierung, die lange Zeit verpönt ist, der so etwas wie Gemeinsinn und Gemeinwohl. Wenn das nicht vorhanden ist, wenn dafür kein Verständnis ist, sondern wenn jeweils parzellierte Gruppen ihre eigenen Identitäten gegenüber anderen ins Spiel bringen, dann ist Demokratie auch gefährdet. Also den Punkt möchte ich auch gerne nochmal hier einbringen. Für meine Begriffe ist es wichtig, und da sehe ich die Chance, ich mache viel Bildungsarbeit, ich habe das große Glück und die große Zufriedenheit, Seminare machen zu können, die ich auch teilweise selbst entwickelt habe, die in vielen Ländern zurzeit auch praktiziert werden. Und ich erlebe, dass ich pro Jahr, jetzt unter Corona-Bedingungen natürlich nicht, Tausende von Menschen in diese Seminare bekomme, die ein Bedürfnis haben, wir wollen die zivile Gesellschaft verteidigen. Das ist mein Anknüpfungspunkt. Ein zweiter Punkt, der noch nicht genannt worden ist, der aber auch wichtig ist, wir brauchen eine Sensibilität gegenüber Medienmacht. Und das ist der Punkt, der mich immer wieder stark herausfordert und stört. Jetzt haben wir auch noch Instagram und Telegram und was auch immer. Hier feiert der Narzissmus unglaubliche Urstände. Und genau Narzissmus ist der absolute mentale Widerspruch zu jeder demokratischen Offenheit und zu jedem Verstehen, empathischen Verstehen von den Bedürfnisinteressen der anderen. Das geht wieder in den Punkt herein, den Sie genannt haben, Herr Nowak. Hier sind mächtige globale Gewinnsysteme. Sie haben das auch gesagt, Frau Süß, Gewinnsysteme im Spiel. Aber wie können wir die kontrollieren? Die Corona-Krise, die Pandemie, die wir zurzeit haben, bringt mindestens einen Gewinner zutage. Das sind die Großorganisationen Amazon und Google. Und die kleinen Systeme, die eigentlich erlebte Demokratie haben, die Künstler, die sogenannten Solo-Selbstständigen. Wir werden eine veränderte Gesellschaft bringen. Wir müssen Solidarität reorganisieren. Und mein Bedürfnis, mein Interesse ist, ich bin jetzt auch mehrfach angefragt worden, was zeigt sich jetzt bei Corona? Entsolidarisierung oder Solidarität? Und das ist die offene Frage. Und wenn es nicht gelingt, am Ende dieser
am unabsehbaren Ende dieser Situation Solidarität zu retten oder zu verteidigen, dann fangen wir ziemlich weit wieder hinten an. So, wir haben jetzt eine Stunde Räume der informierten Diskussion geschaffen. Ich möchte jetzt noch die Publikumsfragen, die ich jetzt von den Zuschauern da in diesem Frage- und Antwortteil bekommen habe, beziehungsweise die wir vorher schon per Mail erhalten haben, noch an Sie weitergeben. Wir haben jetzt eine gute Stunde diskutiert. Wir würden jetzt das noch gerne beantworten. Und dann haben Sie natürlich noch die Gelegenheit für ein Schlussstatement, das Sie gerne mitgeben möchten. Ich fange gleich mit der ersten Frage an. Wie können gesellschaftliche Konflikte versöhnt oder überbrückt werden? Ich sage jetzt gleich dazu, es muss nicht jeder notwendigerweise alles beantworten, aber wo Sie sich besonders angesprochen fühlen, da bitte ich Sie natürlich um Ihre Einschätzungen. Ja. Wenn ich was sagen kann. Bitte, bitte. Also Konflikte sind ein Element von Demokratie. Und eine Gesellschaft ohne Konflikte kann keine Demokratie sein. Und es ist die Frage natürlich, welche Konflikte sind jetzt fundamentale, massive Gegensätze gemeint, dann muss natürlich auch hier politisch, gesellschaftlich, sozial gehandelt werden. Aber prinzipiell sind Konflikte unabdingbar notwendig. Harmonie und absolute Ruhe ist das Gegenstück von, das Gegenmodell von Demokratie. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Tatsächlich ist es ja so, dass die radikale Demokratietheorie genau diesen Wert hochhält, nämlich den Wert von Konflikten. Und die radikale Demokratie würde sagen, Demokratie ist ein auf Dauer gestellter Streit. Und das ist auch gut so. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, es reicht nicht aus, die Bedeutung von Konflikten anzuerkennen für unsere Demokratie und für eine lebendige Demokratie, sondern wir müssen auch die Notwendigkeit anerkennen, dass es immer wieder neue Konfliktprovokationen brauchen. Also wir müssen immer wieder Konflikte auch provozieren, damit wir eben verhandeln können, was auf dem Spiel steht, wenn wir über Demokratie nachdenken. Insofern kann ich das nur unterstützen. Konflikte sind zentral für eine lebendige Demokratie. Und das aus meiner Sicht das Problem heute, wenn wir zum Beispiel auch in die Literatur schauen, also in die Literatur der Demokratietheorie, dann kann man sehen doch, dass sich die einflussreichsten Strömungen zuallererst damit beschäftigen oder in Politik zuallererst sehen als eine Maschine der politischen Wahrheit, also für politische Wahrheitsproduktion beispielsweise. Und die Annahme, die dem zugrunde liegt, ist, es gibt Konflikte und diese Konflikte können wir lösen. Und das ist auch die Aufgabe von Demokratie und von Politik. Konflikte müssen gelöst werden. Und ein solcher Blick verstellt allerdings oder ein solcher Zugang verstellt allerdings eben genau das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Hofer, aus meiner Sicht auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir Konflikte nicht nur den Raum dafür schaffen, Konflikte sichtbar zu machen, sondern tatsächlich auch Räume dafür öffnen, dass Konflikte florieren können. Denn Konflikte sind im Grunde nichts anderes, auch als Formen, wo Alternativen verhandelt werden. Und wenn wir Demokratie verstehen als ein Ort im weitesten Sinne, wo wir immer wieder mit Alternativen verhandeln und Alternativen auch erproben, dann brauchen wir natürlich Konflikte auch dafür. Ich würde sogar weitergehen und so sagen, die Demokratie ist das beste Konfliktlösungsinstrument. Und das gilt jetzt nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern es ging uns ja auch einmal darum, die Demokratisierung aller Lebensbereiche, also so, was wir früher besondere Gewaltverhältnisse gesehen haben, die Schulen, die Universitäten, das Militär, die Polizei und so weiter, aber auch die Familie. Das heißt, wenn ich Familienstrukturen demokratisch sehe, die Kinder in die Entscheidungsfindung gleichberechtigt mit einbeziehe, dann habe ich ein Konfliktlösungsinstrument, nämlich den Ausgleich der Interessen. Es geht immer darum, aufeinander zuzugehen, miteinander abzuwägen und gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Weil dann stehen nämlich wirklich alle dahinter. Das ist in der Familie genauso wie im Staat. Darf ich noch eine Ergänzung hinzufügen? Man nicht nur Konflikte austragen, sondern auch aushalten. Ist auch noch eine wichtige Voraussetzung, Widersprüche, Ambiguitäten aushalten können. Und das setzt natürlich eine mentale Kraft voraus. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, dass, und das bringt mich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn ich sage, the winner takes it all,
Das ist das Wirtschaftsprinzip. Wenn das die Demokratie ist, dann fühlt sich derjenige, der verloren hat, oder diejenige Partei oder diejenige Gruppe, dann immer wirklich als der Underdog, als benachteiligt. Kompromiss bedeutet, dass ich mich zu einer gemeinsamen Entscheidung durchringe, wo auch diejenigen, die das Gefühl haben, eigentlich ihre Interessen nicht wirklich durchgebracht zu haben, aber ein bisschen was bekommen haben und daher auch hinter dem Kompromiss stehen. Das ist auch die Größe zu sagen, ich habe zwar diese Abstimmung verloren, aber sie ist demokratisch zustande gekommen und ich habe daran mitgewirkt, daher halte ich mich auch an dieses Gesetz, also die alte Volonté Générale bei Rousseau. So, ich darf gleich die nächsten Fragen nehmen. Also da hätten wir zum einen die Frage, welche Vorreiterrolle könnte die EU einnehmen bei den Demokratieexperimenten? Daran anschließend noch die, also hängt nicht zusammen, aber vom selben Fragesteller die Frage, haben Sie auch den Eindruck, dass die Politik daran scheitert, sich an die Beantwortung der wirklichen Fragen der Zukunft zu wagen? Und an Sie, Herr Hofer, habe ich dann noch eine Frage. Wie kann man bei der Bildungsarbeit Zivilcourage lehren? Ja, darf ich mit dieser... Fangen Sie vielleicht gleich damit an, ja, das direkt an Sie war. Es gibt für mich so einen zentralen Satz von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Zivilcourage lernt man am besten, indem man Zivilcourage zeigt. Es gibt aber auch Bildungsangebote, in denen in einem simulierten Raum mit Rollenspielen etc. Zivilcourage trainiert und ausprobiert wird. Wenn man das einmal gemacht hat, im Kleinen nur einen Widerspruch gezeigt zu haben, dann fasst man auch den Mut, in größeren Bereichen ebenfalls Widerstand zu zeigen. Das kann man lernen. Das war schon die Antwort? Ach so, gut. Soll ich noch wenn was? Das war die Antwort, glaube ich, an die Frage, die direkt an Sie gerichtet war. Wollen Sie zu den beiden anderen Fragen Vorbild, also Vorreiterrolle Europäische Union beziehungsweise Politik und von einer unabdingbaren Notwendigkeit und Wichtigkeit. Und ich meine schon, dass jeder Bildungsarbeit und jeder Aufklärungsarbeit ein Bewusstsein für die Bedeutung von der Europäischen Union schaffen muss. Das ist ganz klar. Im nationalen Rahmen, Herr Nowak hat es ja hinreichend gesagt, im nationalen Rahmen kriegen wir keine Lösungen dahin, die einigermaßen gerecht oder sozial sind. Ob Politik, die an den wirklichen Fragen vorbeigeht, da stellt sich wiederum die Frage, wer die Politik ist. Das ist ja kein autonomes, identisches Subjekt. Aber es wird natürlich viele, viele Beispiele sind zu vergegenwärtigen, von der Talkshow-Visierung, von der Symbolisierung von Politik, von der Trivialisierung von Politik, von der unsäglichen Reduktion von politischen Aussagen auf 1,5 Minuten bei irgendwelchen Interviews. Das führt dazu und in einer Mediengesellschaft, wo auch Politik für viele Narzissten ein gutes Forum der Selbstbestätigung ist, führt es schon dazu, dass die falschen Antworten auf die richtigen Fragen gestellt werden oder die falschen Themen gesucht werden. Aber ich möchte in keinem Fall jetzt eine generelle pauschale Politiker und Politikerinnen betreiben. Herr Nowak, Frau Süß. Ich bin nur zur EU. Ich glaube, dass weltpolitisch gesehen in der derzeitigen Situation, wo die Vereinigten Staaten in einer wirklich nicht nur demokratiepolitisch, sondern überhaupt in einer sehr, sehr schlechten Verfassung sind. Und dann habe ich auf der anderen Seite Russland, ich habe China und so weiter. Das heißt, für mich ist derzeit die Europäische Union die einzige politisch, ökonomisch, zum Teil auch militärisch wirksame Institution, die mit gutem Beispiel vorangehen kann. Und das geht aber nur, wenn die Europäische Union auch auf weltpolitischer Ebene mit einem, also gemeinsam, mit einer gemeinsamen Stimme spricht. Und das bedeutet, dass die Entscheidungsfindung effizienter gemacht werden muss. Ne? Das heißt, wir müssen der Kommission, wir müssen dem Europaparlament einfach mehr Macht einräumen auf Kosten der Macht der Staaten im Rat. Das heißt, wir haben das gesehen bei der gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik, wo die Staaten wieder in ihre nationalen Interessen zurückgefallen sind. Wir sehen es aber bei vielen anderen Dingen auch.
Und ich glaube, dass auch hier wiederum die Corona-Pandemie, Covid, aber auch der Klimawandel und so weiter dazu führen könnten, dass man sich klar wird. Und wenn es sein muss, ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, dass diejenigen Staaten, die wirklich sagen, wir wollen mehr Europäische Union, wir wollen mehr Kompetenzen abtreten an die Europäische Union, dass die einfach dann sich zusammenschließen und jene Staaten wie Ungarn oder Polen, England ist ja schon ausgetreten, die eben da nicht mitmachen wollen, dann in einen zweiten Kreis schieben. So wie wir haben ja auch Schengen, haben ja nicht alle angenommen, den Euro haben nicht alle angenommen. Also man kann hier wirklich eine neue Initiative schaffen, derjenigen Staaten, die positiv zur Europäischen Union stärken und die Europäische Union dann auch wirklich kräftiger machen, damit sie auf weltpolitischer Ebene eben als eine demokratische, verfasste Gemeinschaft, die irgendwann einmal auch die Vereinigten Staaten von Europa werden müssen. Das war in den 90er Jahren der Traum und das ist dann halt in den 2000er Jahren dann zunehmend gescheitert, aber wir müssen zu dem zurückkommen und dann kann die EU auch wirklich mit gutem Beispiel vorangehen im Schutz der Demokratie, aber auch im Schutz der Menschenrechte. Frau Süß? Ja, die Europafrage ist eine so große Frage. Ich kann mich vielen anschließen, was jetzt schon gesagt wurde. Ich finde die Idee ganz gut mit dem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Ich finde auch den Vorschlag gut, der, glaube ich, jetzt gerade, ich weiß nicht, ob der von mehr Demokratie auf den Tisch gelegt wurde, eine BürgerInnenversammlung zu machen, also auf europäischer Ebene. Und ich finde auch gut, das habe ich auch vor kurzem gehört, dass es zum Beispiel, es gibt wohl Studien darüber, die belegen, dass die Zustimmung zu so einzelnen Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man sich auf eine europäische Arbeitslosenversicherung einigt, dass die ungemein groß ist innerhalb der EU. Aber wenn es dann um den europäischen Integrationsprozess geht, da gibt es natürlich ganz viele, also das wissen wir, das ist eine gigantische Kontroverse. Also es könnte vielleicht zielführend sein, wenn wir an dem Projekt Europa und an einem demokratischen Europa bauen wollen, versuchen mehr auch solche einzelnen Maßnahmen zu diskutieren und auch eine europäische Öffentlichkeit aufzubauen. Also das führt vielleicht jetzt so weit. Aber wir wissen natürlich, dass damit so etwas wie ein Europa auch gestärkt hervorgehen kann, braucht es einerseits natürlich mehr demokratische Kontrolle, also mehr Mitsprache vom Parlament und so weiter und so fort, also Reformen natürlich. Und das andere ist aber auch, dass wir natürlich auch eine europäische Öffentlichkeit brauchen und da überlegen müssen, wie das stattfinden kann. Aber auch Wahlen zum Beispiel. Also ich finde die Idee ganz gut. Es gab ja von Democracy for Europe Movement, die haben den Vorschlag ja gemacht, dass man auch nicht nur sozusagen, also dass man Leute auch, also Kandidaten auch aus anderen Ländern wählen kann, also dass man nicht so beschränkt ist auf das Land, wo man geboren wurde, sondern auch das würde dazu beitragen, dass eine europäische Öffentlichkeit entsteht, weil die Kandidatinnen, die antreten zur Wahl, die müssen sich rechtfertigen, nicht nur im Rahmen ihrer nationalstaatlichen Politik, sondern einer europäischen Öffentlichkeit gegenüber rechtfertigen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Vorschlag. Des Weiteren wollte ich noch sagen zur Frage von ob Politik sich nicht an die zukünftigen Fragen wagt. Ich glaube, das ist, ich würde dem zustimmen, ja. Und das hat natürlich, denke ich, viel damit zu tun. Einerseits, dass Regierungen natürlich auch in gewisser Weise, nicht nur Regierungen, auch die Opposition in gewisser Weise opportunistisch handeln. Also sie orientieren sich natürlich ganz stark an den Wahlperioden, wie wir alle wissen. Und natürlich gibt es dann die großen Fragen, sind Fragen, die wir auf nationalstaatlicher Ebene auch nicht wirklich lösen können. Also so die Umweltfrage wurde angesprochen, aber auch die Kontrolle von den großen Technologieunternehmen, das ist etwas, das können Nationalstaaten nicht lösen. Und die Konsequenz, das ist das eigentlich Interessante für mich, dadurch, dass nationalstaatliche Regierungen die großen Fragen nicht wirklich lösen können. Das, was wir vermehrt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass eine Handlungsmacht demonstriert worden ist. Also aus so einer Unfähigkeit heraus, ich habe das immer gern so genannt, Unfähigkeit heraus, die Zukunft zu projizieren, wurde dann die Vergangenheit projiziert. Und mit Vergangenheit habe ich mich dann auf eben so nationalistische Strömungen und so bezogen. Also das sollte der Verweis darauf sein. Weil eigentlich gab es eine unglaubliche Ohnmacht, aber mit Ohnmacht gewinnt man keine Wahlen. Deshalb musste man Handlungsfähigkeit demonstrieren und eine Möglichkeit, das zu tun, war eben mit einer rigorosen Grenzpolitik und Asylpolitik beispielsweise. Aber so, die sind natürlich keine wirklichen großen Fragen. Ja.
Dann habe ich noch zwei Zuschauerfragen von einer Zuschauerin und einem Zuschauer an konkret an die Frau Süß und an den Herrn Nowak und noch eine Frage an Sie alle und damit lassen wir es dann auch bewenden. Die Frage an Sie, Frau Süß, ist, wie kann man die repräsentative Demokratie um partizipative Elemente ergänzen? Die Frage an Sie, Herr Nowak, ist, wie kann man, Stichwort Gleichheit, soziale Exklusion verhindern und soziale Inklusion ermöglichen? Und die Frage an Sie alle drei, die wir noch bekommen haben von einem Zuseher, ist, was charakterisiert aus Ihrer Sicht die demokratische Kultur? Was ist demokratische Kultur aus Ihrer Sicht? Wer möchte beginnen? Ich kann gerne beginnen. Bitte. Also zur Frage, wie kann man die repräsentative Demokratie durch partizipative Elemente ergänzen? Da gibt es unzählige Beispiele. Wie ich auch vorhin schon angekündigt habe, ich habe in einem Büchlein versucht, die ein bisschen zu systematisieren. Es gibt, also die bekanntesten Stichworte sind sicherlich BürgerInnenversammlungen und das, was jetzt zunehmend diskutiert wird, losbasierte BürgerInnenversammlungen. Also da gab es jetzt zuletzt in Paris eben diese die BürgerInnenversammlung in Paris, die zum Thema Klimawandel und was kann man tun hinsichtlich des Klimawandels und Umweltschutzmaßnahmen, da zusammengekommen sind über mehrere Wochenenden und dann sich beraten haben und am Ende dann Empfehlungen abgegeben haben an die Politik. Da passiert tatsächlich ungemein viel, also sowohl auf städtischer Ebene, also wir sehen das in zahlreichen Städten auch innerhalb von Deutschland, auch insbesondere von Mehr Demokratie sehr stark propagiert. Wir haben die Irland Citizen Assembly, das war 2015 meines Wissens, war ein recht prominentes Beispiel, wo Menschen ausgelost wurden, daran teilzunehmen. Aber diese Auslösung ist nicht willkürlich, sondern sie versucht eben, die Gesellschaft zu repräsentieren. Also sozusagen eine Mini-Gesellschaft abzubilden. Das nennt sich auch Mini-Public. Also man versucht sozusagen anhand der Indikatoren, man vermisst die Gesellschaft und aufgrund dieser Vermessung versucht man dann eine Gruppe von zum Beispiel 120 Menschen zusammenzubringen, die dann zu einem bestimmten Thema diskutieren. Ich meine auch, dass die Bundesregierung, also die derzeitige Regierung, das in ihrem Regierungsprogramm stehen hat, dass sie, glaube ich, eine solche BürgerInnenversammlung einsetzen wollen, um dann eben darüber nachzudenken. Also die Aufgabenstellung, meine ich, ist darüber nachzudenken, wie die repräsentative Demokratie erweitert werden kann. Genau. Ich könnte jetzt viel noch mehr zu sagen, aber ich, als Stichwort vielleicht für die Person, die Frage gestellt hat, sicherlich mal googeln oder weiterlesen. Das sind Citizen Assembly, Mini-Publics, Civil Lotteries. Das alles sind demokratische Innovationen, die gerade auch sehr prominent tatsächlich in der Wissenschaft diskutiert wird und sehr ernsthaft diskutiert werden auch. Okay, die zweite Frage, die an alle ging, was ist für Sie demokratische Kultur? Oder was ist für Sie das Charakteristikum? Soll ich beginnen oder wollen Sie weitermachen? Beantworten Sie vielleicht, Herr Nowak, gleich die Frage, die auch direkt an Sie ging, soziale Inklusion und Exklusion. Ich glaube, wenn es um die ökonomische Ungleichheit geht, glaube ich, da müssten wir radikal umdenken und wieder einfach zurückkommen zu der Zeit, wo wir ja in eine Wirtschaftspolitik hatten, die auf John Maynard Keynes beruht hat, das heißt viel, viel mehr Umverteilung und das geht einfach, also man glaubt es heute ja gar nicht mehr, dass selbst in den Vereinigten Staaten die Einkommensteuer die höchste Progression bis 90% war. Das ist erst unter Reagan so massiv gesenkt worden und jetzt noch weiter. Das heißt also, Einkommensteuer, über Erbschaftssteuern, über Kapitaltransaktionssteuern und so weiter, einfach wirklich zu versuchen,
die, was man bei uns auch jetzt immer wieder Reichensteuer nennt, das wird man ohne dies einführen müssen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Das heißt, hier gibt es viele Möglichkeiten, also viele Ungleichheitsökonomen haben ja zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, dass Kinder, wenn sie ein bestimmtes mit 18 Jahren oder so einen Start bekommen, so einen Kinderscheck, aber dass sie mit einer größeren Gleichberechtigung dann ins Berufsleben übergehen können und so weiter. Das heißt, das ist für mich das Wesentliche, um wirklich radikal die ökonomische Ungleichheit wieder abzubauen. Das Zweite ist natürlich die soziale Inklusion von all jenen, die man so als marginalisierte Gruppen, als diskriminierte Gruppen sich ansieht, ob das jetzt Menschen mit Behinderung sind oder ob das die LGBTI-Community ist oder ob das in vielen Bereichen natürlich Flüchtlinge und Migrantinnen. Also es gibt sehr, sehr viele Gruppen, die ich viel stärker integrieren muss in auch den demokratischen Volkskörper, wenn Sie so wollen. Also zum Beispiel auch über Wahlrecht und sonstige Mitbestimmungsrechte. Ich glaube, dass das möglich ist. Das fehlt einfach derzeit der politische Mut oder auch die Innovationsfreudigkeit, hier wieder zu anderen Mustern zu kommen. Man muss bei den transnationalen Konzernen einfach die ganzen Löcher stopfen, die halt einfach hier bestehen, aufgrund, dass sie immer wieder in Steuerparadiese ausweichen können und so weiter. Das geht eben nur nicht mehr auf der nationalstaatlichen, sondern nur mehr auf der internationalen Ebene, dass ich wirklich verhindern kann, dass die transnationalen Konzerne, gerade die IT-Konzerne und so weiter, halt dann immer irgendwo dann letztlich keine Steuern zahlen und so weiter. Demokratische Kultur heißt für mich im Wesentlichen Respekt. Und das beginnt, wie gesagt, bei der Art und Weise, wie wir die kleinen Konflikte miteinander, die wir in der Familie haben, die wir am Arbeitsplatz haben, die wir mit Freunden haben, also einfach Respekt, nicht Diskriminierung, aufeinander zugehen. Hass und Angst sind einfach immer die schlechtesten Ratgeber, sondern keine Konflikte. Konflikte sind wichtig, aber die Konflikte müssen in einer Form des Kompromisses und nicht in einer Form der Konfrontation und des Hasses gelöst werden. Das sind keine Lösungen. Also Demokratie heißt für mich wirklich viel mehr als jetzt einfach nur zu sagen, das Wahlrecht, das ist eine wesentliche Frage. Es ist die Frage, wie gehen wir miteinander um? Demokratische und Menschenrechtskultur gehen Hand in Hand. Und das müssen wir wieder lernen, wenn wir einen wirklichen Wandel einführen wollen. Herr Hofer, auch an Sie die Frage nach der demokratischen Kultur. Ich will das mit Stichworten versuchen. Ja. Demokratie, demokratische Kultur bedeutet, Macht ist immer nur geliehen und vorläufig. Herrschaft steht unter ständiger Kontrolle. Und dafür müssen Kontrolleure vorhanden sein. Demokratische Kultur zeigt sich als eine soziale, gewaltfreie und offene Gesellschaft. Und ideal wäre eine Demokratie, wenn das, was legal ist, auch als legitim angesehen wird. Vielen Dank, Frau Süß. Ihre Einschätzung noch der demokratischen Kultur? Ich würde vielleicht gerne nochmal nochmal beteuern, dass ich denke, für ein Verständnis von demokratischer Kultur wichtig, Demokratie nicht zu reduzieren auf politische Institutionen, den Rechtsstaat und Parteienwettbewerb und Wahlen beispielsweise, wie wir es gerade gehört haben. Weil erst das ermöglicht uns dann auch zum Beispiel, und das ist so entscheidend, wenn wir Demokratie demokratisieren wollen, Demokratie auch
über die politische Sphäre in andere Sphären hineinzutragen. Ja, also wir haben jetzt ganz viel über Demokratie gesprochen und eigentlich uns immer implizit auf die politische Sphäre dabei bezogen. Aber was ja ganz wichtig ist für eine demokratische Kultur oder auch manche gehen so weit wie John Dewey beispielsweise, amerikanischer Philosoph, der spricht dann von einer Demokratie als Lebensweise. Demokratie ist immer eine Lebensweise. Wenn wir das ernst meinen mit Demokratie als Lebensweise, dann müssen wir natürlich überlegen, wie schaffen wir es, Demokratie noch mehr in die Betriebe zu tragen, noch mehr in die Schulen zu tragen, in die Universitäten wieder zu tragen und in die Seniorenstifte zu tragen und in viele andere Institutionen auch zu tragen. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes, als diese Institutionen auch unter eine demokratische Kontrolle zu stellen. Ja? Also dass diejenigen, die an diesen Institutionen teilnehmen, sei es ich als Studentin an einer bestimmten Universität, dass ich die Möglichkeit habe, Entscheidungen mitzugestalten, die mich ja unmittelbar auch betreffen. Das würde ich gerne noch ergänzen. Und genau, und da kommt vielleicht, weil wir jetzt gar nicht so viel, oder wir haben, glaube ich, gar nicht darüber gesprochen, über die Rolle von Experimenten, aber wo ich versuche, eine Perspektive aufzumachen, ist zu sagen, dass so eine demokratische Lebensweise immer auch anerkennt, dass wir eben Handlungsexperimente brauchen. Ne? Also wir brauchen Räume, wo wir eben mit Alternativen experimentieren können, wo wir Alternativen ausprobieren können und wo es bei Demokratie nicht nur darum geht, zwischen A und B zu unterscheiden. Das ist wichtig. Das ist der Kern von Politik, dass wir uns entscheiden müssen, können uns nicht entscheiden, wenn es um Politik geht. Aber es ist auch wichtig, dass wir Räume haben, wo wir tatsächlich Alternativen auch erproben können. Und da sind soziale Bewegungen natürlich ganz spannende Vorreiter, wenn es darum geht, alternativen Denk- und Handlungsweisen zu erproben. Gut, dann darf ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzungen, für Ihre Anmerkungen, für Ihre Antworten bedanken. Ich darf aufgrund der fortgeschrittenen Zeit jetzt nur mehr auf die Veranstaltungen hinweisen, die sind über die BSA-Homepage abrufbar. Ich darf aber, weil das Thema Race-Wahlen jetzt heute mehrfach auch angeschnitten wurde, darauf hinweisen, dass wir uns dem 2 Wochen nach der Wahl am 17. November unter dem Titel USA nach den Wahlen Kontinuität und Zeitenwende widmen werden, mit Gästen aus Massachusetts, aus Washington DC, aus München und Wien. Und zwar werden Katrin Ashbrook, Knut Detlefsen, Jussi Pick und Ursula Prutsch bei uns sein. Ich danke auch Georg Hauptfeld und der Edition Konturen, die uns auf diese Bücher und auch auf andere Publikationen aufmerksam gemacht haben. Ich kann sie persönlich wirklich sehr empfehlen. Es sind spannende Bücher und Büchleins. Und ich möchte mich an dieser Stelle daher auch bei den drei Autoren bedanken. Herr Dr. Hofer, Herr Dr. Nowak, Frau Doktorin Süß, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben. Ebenfalls vielen Dank für die Einladung. Und ich darf unser gutes Gespräch mit zwei Anregungen schließen. Das eine ist auch einem Buch entlehnt von Klaus-Peter Hofer. Erich Kästner hat er schon erwähnt, Kurt Tucholsky ist aber auch jemand, den ich an der Stelle noch einbringen möchte. Der hat nämlich geschrieben, denn nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen, nein. Und dann möchte ich noch zwei positivere Anmerkungen mitgeben. Und zwar das eine ist von Bettina von Arnim. Ehre den Widerspruch höher als die Zustimmung. Das zeichnet, glaube ich, auch den kritischen Diskurs aus, den wir hier pflegen. Und das dritte ist von James Buchanan, der gesagt hat, mir gefällt der Lärm der Demokratie. Das darf ich mitgeben. Ich bedanke mich nochmal bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und bei unseren Diskussionsteilnehmern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Wir sind alle Wien und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Idealism prevails. Make the world a better place.